Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu StarCraft 2. Ja, wir werden, denke ich, einmal weitermachen auf Ajur. Ich kehrte auf unsere zerstörte Heimat. Ach, das hatten wir schon, ne? Ich erinnere mich an den Fall von Ajur. Ich bin nicht gerade scharf darauf, mir das Ganze nochmal anzusehen. Aber es hilft wohl nichts. Auf dem Höhepunkt seines Sieges über uns begann der Overmind der Zerg selbstsicher zu werden. Allzu selbstsicher. Alles, was vom mächtigen Overmind verblieb, war eine verdorbene, welke Hülle. Was auch immer an Erinnerungen in dem verrottenden Leib der Kreatur verblieben war, ich musste sie in Erfahrung bringen. Nur indem ich Kontakt mit den riesigen Nervensträngen herstellte, die direkt mit seinem Kortex verbunden waren, konnte ich seine Geheimnisse ergründen. Doch seine zahllosen Diener, die sich von seiner toten Hülle zu ernähren schienen, sollten sich als etwas problematisch herausstellen. Na, da werden wir jetzt Freude haben, Freunde. Oh Mann, ich freue mich. Fliegende Einheiten. Oh, können wir jetzt fliegende Einheiten mitbauen? Also diese, was waren das? Verwüste? Unsterbliche? Irgendwie sowas. Die krassen Typen, die wir das letzte Mal gemacht haben, die werden wir auf jeden Fall wieder brauchen, weil die haben ja reingehauen ohne Ende. Und gegen diese Riesenviecher, die Ultralisken, sind die, glaube ich, gar nicht verkehrt. Ob stimmt oder nicht, das wird sich in der Praxis dann zeigen. Ich muss einen Weg finden, hier Fuß zu fassen und Verstärkung zu rufen, um die Zerg in Schach halten zu können. Die Ehre gibt... Ah, dieser treue Beobachter hat seit der Evakuierung Wache gehalten. Seine Fähigkeiten sind für uns sicher noch von Wert. So, der kann ein bisschen spionieren gehen. Sprecht ihr mich an? Und er macht einfach alles platt. So, da vorne ist der Nexus. Shosak Moknul. Da können wir eine Basis bauen. Einige der verlassenen Bauten sind noch immer einsatzfähig. Wir sollten uns das zunutze machen. Oh ja. Dieser alte Signalturm summt noch immer vor Energie. Ich frage mich... Ah, ich habe Erzählungen von den mächtigen Kolossen gehört, die unter der Oberfläche Ajurs ruhen. Der Signalturm muss diese beeindruckenden Wächter erweckt haben. Die Zerg spüren eine Bedrohung für ihren toten Anführer. Der ist genauso sprunghaft mit den Themen wie ich. Auf geht's. Die Zerg werden gegen uns anrennen, bis wir zugrunde gehen. Ich muss den Kortex des Overmind finden und so viel in Erfahrung bringen, wie ich nur kann. Kriegen wir alles hin. So, wo sind denn? Hier sind diese Wächter. Achso, das ist sein Schiff, okay. Ach, guck mal, ich glaube, die sind gar nicht so schlecht platziert hier. Wenn wir unsere Beobachter weise einsetzen, können wir das Gebiet auskundschaften, um uns nicht unnötig in Gefahr zu begeben. Naja, was heißt Gefahr? Wird einfach alles platt gemacht. Punkt.
So, als erstes kümmern wir uns mal auch um ein bisschen Verteidigung. Okay, nach hier unten brauchen wir das nicht. Das heißt, wir können hier unten in der Theorie unsere Pylonenansammlung herbasteln. Und dann gehst du gleich mal hier ein wenig Gas sammeln. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir müssen uns auf die Verteidigung unserer Basis vorbereiten. Die Zerg sind auf dem Weg. Wie, jetzt schon? Was ist da los? Der Overmind. Das war eine Schlacht, kann ich euch sagen. Oh. Das sind gar nicht mal so wenig. Noch ein Pylon damit her. Haben wir denn jetzt mittlerweile diese Schild... Nee, haben wir nicht. Hast du dir nicht gesagt, bau das Ding hierher? Oh Mann, die meiste Kohle wird hier für diese Photonkanonen draufgehen. Habe ich so im Gefühl. Ah, mit genügend von den kleinen Sammlereinheiten. Noch ein Beobachter. Sollte es eigentlich funktionieren. So, da gibt es sonst nichts mehr zu forschen. Dann gehen wir mal da lang. Sehr schön, Photonkanonen bereit. Dann brauchen wir, wir haben einen Kybernetikern und wir haben die Dinger hier. Aber einen Roboterkern können wir nicht bauen, oder? Oh doch, Roboterfabrik. Bauen. Kann der das einsammeln? Nee, ne? Eher nicht. So, in der Roboterfabrik kann ich bestimmt auch hier diese Kolosse bauen, oder? Die kostet bestimmt ein Schweinegeld. Roboter-Dock. Templar-Archiv und dunklen Schrein. Okay, dunkler Schrein und Ding brauchen wir eh nicht. Existiert hier eine Basis? Nee. So, das ist fertig. Was kosten die denn? 300, 200. Alter Schwede. Hier kommen wir rüber. Roboter-Dock brauchen wir. Das brauchen wir hier mit dazu. Und dann forschen wir gleich mal die Plasmaschilde. Wenn wir genügend... Ja. Okay, wir brauchen noch mehr von den kleinen Jungs hier. Und ein Assimilator. Die Zerg versuchen uns zu überwältigen. Schon wieder. Den Waffen, meine Brüder. Von wo kommen sie denn diesmal? Ich gehe mit ihm mal hier runter. Virus-Kanäle. Hier geht er rauf. Komm, mach's kaputt. Ist er auch schon weg? Also, im Sinne von tot? Nee. Verdammt. Tja, jetzt ist die Frage, bauen wir Unsterbliche? Ich glaube, ich baue so eine Mischung aus Unsterblichen und Kolossen. Ihr benötigt mehr Vespingas. Wir brauchen mehr Vespingas. So, jetzt haben wir da drei. Rasende Angriffe. Ich habe jetzt 3 Minuten Zeit, um mich ein bisschen vorzubereiten. Plasmaschilde müssen wir dann unbedingt aktivieren. Beziehungsweise verbessern. Du bist fast im Arsch. Erneut diene ich.
So, mal gucken, wie er sich hier vorne schlägt und das Zeug hier einsammelt. Wir marschieren zum Sieg. Ich vernahm euren Ruf. Kaladora. Guck mal, hier ist noch ein alter Kreuzer. Und eine Kaserne. Vergeltung wird erneut. Und Bunker. Oh. Es ist vorherbestimmt. Das waren, glaube ich, noch alte, verseuchte Terraner, wenn ich das richtig gesehen habe. Lauscht dem Klang. Beobachter und Kolosse. Dann machen wir mal zwei Kolosse dazu. Ah, es wird schon eine Armee werden, die was aushält. Wir bauen noch ein paar Photonkanonen, beziehungsweise wir können uns hier noch ein wenig ausweiten. Erneut diene ich. So, zwei sind besser. Damit wir hier vorne einfach nur noch ein bisschen was aufbauen. Und ihr schützt hier oben. Ruhm wert ewig. So, dann machen wir da, da. So. Sollte für eine erste Verteidigungslinie eigentlich reichen. Und 40 Sekunden sollten genügen, dass die fertig gebaut werden, hoffe ich. Die Zerg versuchen, unsere Basis zu überrennen. Ich bin ja schon im Bau. Shosak Mokul. Na also, da kommen sie. Also die Kanonen. Oh nein. Das sind Sachen, die ich nicht gerne hören möchte. Och nö. Okay, dann müssen wir durchhalten. Okay, ich nehme mir mal eben die ganzen Kolosse hier. Und geh mal da hoch. Wir müssen nämlich ein neues Nexus bauen. Okay, es kann nicht auf Lufteinheiten schießen. So, wir brauchen mehr. Diese Warp-Tore scheinen noch zu funktionieren. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Na klar, ich baue da einfach einen Pylon hin. Aber jetzt muss ich erstmal warten. Bis hier Dingsbums, ne? Sag schon, das Gekrütze hier weg ist. Shosak Moknul. So, dann holen wir uns mal einen von denen hier gleich ran. Und bauen uns ein neues Nexus. Okay, müssen noch um einiges länger warten. Sprecht ihr mich an? Ihr hier besucht. Ich suche so. Den Pfad der Erlösung. So, genügt das? Nee. Müssen noch weiter warten. Und dann kommt da einfach nur so eine kleine Verteidigungslinie drumherum mit Photonkanonen und dann war's das. Sehr schön. Nächster Wächter. So, weg mit dir, du Krütze, jetzt. So, ein paar Pylonen draußen drumherum. Und dann können meine Jungs hier in Frieden sammeln. So, Plasmaschilde upgraden. Ich suche den Pfad der Erlösung. 40 Sekunden noch. Was? Achso, das Warp-Tor. Aduntoidas Ceatul.
Wir wurden in der Energiematrix des Tores eingeschlossen, als es deaktiviert wurde. Wir danken euch. Die Zerg kommen. Jetzt schon. Photonkanonen. Bams, Bams, Bams. 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 Okay, der ist jetzt etwas scheiße. Aha. Aber der hier oben, der ist gar nicht schlecht passiert. Aber die kommen nicht weit. So, hier ist das Ganze schon geklärt. So, geht schon los mit den Mineralienfeldern. Hier, du gehst von mir aus da sammeln. Wie schaut es jetzt hier aus? Wir haben da viel zu viele Leute. Ihr geht hier sammeln. So, die Sicherung steht. Dann kommt die Orbit runter. So, Bodenwaffen, Bodenpanzerung. Auf geht's. Wir forschen dann auch gleich das Ding noch. Obwohl, nee, brauchen wir eigentlich gar nicht. Wo ist Ceratul, die alte Nase? Da ist er. Ich suche den Pfad der Erlösung. Geh mal da hoch. So, 11 von 15. Wir schicken da gleich nochmal 3 Stück hoch. Nur zur Sicherheit. Der erste Nervenstrang des Overmind. Ich spüre Schmerz. Überraschung. Tod. Sprecht ihr mich an? Euch gehört meine Ergebenheit. Oh. Kaputt. Mineralienfeld erschöpft. So, und es sind noch 8 von 12 hier am Sammeln. Die nächsten 3 gehen hoch. Wir brauchen unbedingt mehr Basen. Ich gehe jetzt dann mal da hinten lang. Mit meiner Armee. Meine Armee. Ist die Leere. So, und hier oben sollten wir vielleicht noch ein klein wenig ausbauen, also die Verteidigungslinie. Wie machen wir das am schlauesten? Am besten wir setzen einfach hier nochmal da, 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 da. Sollte reichen, hoffe ich. So, na dann, machen wir hier mal ein bisschen Stress. Beobachter, los! Ein Schatten legt sich über unsere Basis. Die Zerg werden bald angreifen. Haben wir gleich, haben wir gleich, haben wir gleich. Hierher, jetzt. Nun gut. Ich könnte mich jetzt natürlich auch nochmal kurzhand zurückziehen. Und den Angriff von hier mit abwehren. Oh, guck mal da. Okay, ich glaube, das... Oh ne, da kommt auch noch ein Angriff. Aber alles gut. So, wir brauchen mehr Vernichter und mehr Wächter. Also die Mischung ist nicht verkehrt, sag ich mal. Mineralienfeld erschöpft. So, hier gibt es neue Ressourcen, auch sehr schön. Aber jetzt gerade läuft es eigentlich mit Ressourcen. Mineralienfeld erschöpft. 5 haben wir hier noch am Sammeln. Wir gehen hier nochmal 2 hierher. Und du, Kumpel, kannst eigentlich noch vorsichtshalber mal die bauen, so. Weiter in der Produktion, mehr Wächter. Oh, da kommt so ein Ultralisk. Aber no chance. Ihr seid auf mich an. Okay, die Lufteinheiten sind jetzt die... Wie heißen sie denn jetzt eigentlich nochmal? Und Sterblichen nicht so pralle.
gut. Hier ist zusätzlich. Oh, mehr Pylonen? Kein Thema, bekommen wir hin. So, Pylonen. Was ist euer Begehr? Also wenn ich mal ganz ehrlich sein darf, ne, ich war eigentlich schon immer seit Starcraft 1, ne, so ein kleiner Anhänger der Zerg-Fraktion. Ich mochte diese Bären. Oh shit. Ja, mach mal ihn hier. Die Zerg versammeln sich in der Nähe unserer Basis. Da hat leider nicht mehr sehr viel zu sammeln. Ich glaube, die haben gerade andere Probleme, als mich anzugreifen. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Aber wie gesagt, wir haben hier noch schön Verteidigung stehen. Da stellen wir halt einen von denen mit daher. Der kommt auch noch mit runter. So, apropos, wie schaut es mit der Forschung aus? Das braucht den Zirkel des Zwielichts. Naja, dann bauen wir halt so einen Zirkel des Zwielichts. Das hier. Ich bin die Stimme der Also viel zu melden haben die Zerg hier nicht, ne? Oh weh, haben wir denn überhaupt noch Mineralien? Komm, einer darf hier unten noch arbeiten. Und dann müssen wir uns da hinten eigentlich schon wieder den neuen Nexus mit dran bauen, ne? Aber das macht ja nichts. Ganz wie ihr. Wir bleiben. Haben wir momentan mehr als genug Mineralien, beziehungsweise... Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Nun gut. Faszinierend. Oh nein, der Vespin-Geist hier. Welcher denn? Er hier? Dann geht ihr halt einfach nach da. So, von der Theorie her könnte ich ja jetzt schon alle angucken von den Jungs. Was ist denn das hier? Achso, der wird schon beschossen, oder? Nee, warte. Steckt irgendwie der Grafik fest? Oh nein, hier, die Typen hier, die machen gerade Stress. Och nö, die können nicht auf Lufteinheiten schießen, das ist ja doof. Zurück. Du kannst echt nicht auf Lufteinheiten schießen. Okay, das ändert natürlich jetzt die Strategie auf Hetzer. Hetzer. Die Zerg versuchen uns zu überwältigen. Ärgerlich. Zu den Waffen, meine Brüder. So, wir brauchen noch mehr Pylonen. Tja, dann, wie komme ich denn da rüber? Gar nicht, oder? Oder kommen hier die Jungs drauf? Basis wird angegriffen. Nee, die kommen da auch nicht drauf. Ich werde hier angegriffen? Oh nein! Stopp mal, du hier. Mach mal was. Oh nein! Achso. Alles gut. Hier bleiben. So. Schade, dass man da nicht rüberkommt. Obwohl, vielleicht hier unten rum. Ich könnte nochmal eben mit dem Wächter dann gucken. Nein. Daher. Kolosse, guck mal. Kommt ihr da irgendwie hin? Nö. Okay. Dann einmal zurück.
Ich bin hier. Der nächste ist erschöpft. Klasse. Dann fahren die drei schon mal hier rüber. Mineralienfeld erschöpft. Und das Mineralienfeld ist erschöpft. So, wir brauchen hier auf jeden Fall noch das da und das da und das da. Mineralienfeld erschöpft. Ach nee, das ist schon bei der neuen Basis hier. Eieieiei. So. Dann gehen wir mal oben lang. Ich bin hier in den Schatten. So, aber jetzt haben wir nämlich Anti-Air-Einheiten dabei. So, du blöder Zerg, was sagst du dazu? Gegenseitig platt, wenn die da so rumlasern, oder? Ich hoffe mal nicht. So, forschen. So, Jungs, ein neuer Nexus. Bitte, danke. So, was haben wir da? Oh, da muss ein ganzer Arm voll mit runter. So, das, 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 das. Dann ein Assimilator. Die Zerg versuchen, unsere Basis zu überrennen. So. Kriege ich das noch hin? Ich hoffe. Hier noch schnell Photonkanonen bauen. So, sollte eigentlich reichen. Ja, sollte reichen. So, jetzt haben wir eigentlich überall den kompletten Zerg ausgerottet, ne? Basis wird angegriffen. Dann kann hier Kollege Zeratul jetzt eigentlich mal... Wo ist er denn überhaupt? Du hier. Schwer wiegt meine Bürde. Dackel mal, wo dackelt er denn hin? So. Hier geht mal alles sammeln, außer du. Du baust hier noch ein paar Pylonen in der Gegend auf. Und zwar hier. Dann hier oben. Der zweite Nervenstrang des Overmind. Ich spüre Tod und Freude. Er hat Freude, gestorben zu sein. Oder was? Da rein und da rein. So, hier geht noch einer sammeln. Hier geht auch noch einer sammeln. Sprecht ihr mich? So, du, was machst du denn? Du gehst sammeln. Du baust einen Pylon. Baust auch hier oben ein. Und hier unten ein. Du gehst sammeln und du gehst sammeln. Upgrade durchgeführt. Und Panzerung. Was ist euer Bitten? So, Zeratul geht weiter. Ehre den Dalai Lama. Wer auch immer. Obelisken mit Energieversorgung. Achso, die hier. Der dritte Nervenstrang des Overmind. Ich spüre Genugtuung über einen Plan, der vor langer Zeit in Gang gesetzt wurde. Und Grauen vor der Zukunft. Hier fehlt noch irgendwo ein Obelisk. Obelisk mit Energieversorgung, das sind die Dinger hier. Wo ist der letzte Obelisk? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Ach, verdammt. Komm mal hier. Die Zerg kommen. Ja, sollen sie doch kommen. Was wollen sie mir? Ihr seid auf mich angewiesen. Im Namen der Rache. Im Namen der Rose. Nee. So, weil dann bauen wir nämlich hier. Schön Verteidigung, weißt du? Basis
Basis wird angegriffen. So, und das da oben geht schon mal gar nicht. Dass die das Ding da kaputt machen. Oh. Ihr Wächter hier. Wir brauchen da oben Hilfe. Basis wird angegriffen. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Wir können nicht standhalten. Guck mal da, der da noch. Danke sehr. So, wir haben die Obelisken jetzt versorgt. Das heißt, Ceratul, ich suche den Pfad der Erlösung, wird in der nächsten Folge den letzten Overmind-Strang begutachten. Ich sag erstmal vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht es gut und Tschüssikowski.